Bis vor wenigen Minuten hat Kanzler Kern in einer fast zweistündigen Grundsatzrede skizziert, wie er sich die Entwicklung des Landes in den nächsten 10 Jahren vorstellt. Plan A nennt die SPÖ diese Ideen, die Reformen in vielen Bereichen des Staates anstoßen sollen. Ort für diese mit Spannung erwartete grundlegende Rede zur künftigen Arbeit war Wels in Oberösterreich, wie Hans Bürger von dort berichtet, nicht ganz zufällig. Wir bekommen in diesen Sekunden erst gerade den Beitrag, wie ich gerade höre, da die Rede auch erst vor kurzem zu Ende gegangen ist. Ich hoffe, das wird uns in den nächsten Minuten gelingen. Und dann erst auch schalten wir zu meinem Kollegen Hans Bürger, der diese Rede in den letzten 2 Stunden verfolgt hat. Und in Wels begrüße ich jetzt den Leiter der ZIB-Innenpolitik, Hans Bürger. Und ich will diese Frage, die Sie da am Ende Ihres Berichts aufgeworfen haben, gleich an Sie weitergeben. Wird dieses Regieren nun, nach dem, was wir da gehört haben, in den letzten 2 Stunden tatsächlich leichter werden? Ohne Zweifel wird es nicht leichter werden, dass wir miteinander reden, wie ich merke, weil wir einander nicht hören. Jedenfalls Sie mich nicht. Daher, meine Damen und Herren, noch einmal große Entschuldigung. Es tut mir leid, dass es nicht möglich ist, nach Wels eine Fernsehleitung mit Ton zusammenzubringen. Die SPÖ, wie eingangs schon angekündigt, hat heute einen besonders großen Horizont abgeschritten. In ihrer Rede, die Bundeskanzler Kern, SPÖ-Parteivorsitzender, bis vor wenigen Minuten in Wels gehalten hat. Und jetzt ist auch der Bericht, den Hans Bürger darüber gestaltet hat, zu uns gekommen. Ich fürchte, ich habe Ihnen da jetzt wieder zu viel versprochen. Warum auch immer diese technischen Probleme auf dem kurzen Weg von Wels hierher bestehen, das kann ich Ihnen noch nicht sagen. Aber ich sehe zumindest aus dem Augenwinkel, dass Hans Bürger vor der Kamera steht. Und ich hoffe, der kann mich jetzt in der Welser Messehalle hören, wo diese Rede, wie gesagt, bis vor kurzem stattgefunden hat. Aber wie mir die Regie mitteilt, ist auch da eine Kommunikation im Moment nicht möglich. Und daher schlage ich vor, bleiben wir bei der ÖVP thematisch, aber kommen zu einem anderen Thema. Wir hatten jetzt ein paar Minuten Zeit im Laufe dieser Sendung, um unsere Leitungen nach Wels wieder instand zu setzen. Und ich hoffe, jetzt kann mich Hans Bürger tatsächlich hören. Er steht in der Messehalle, wo Kanzler Kern bis vor, jetzt sind es nicht mehr wenige Minuten, sondern bis kurz vor 7:30 seine Rede gehalten hat. Herr Bürger, hören Sie mich? Das ist die wichtigste Frage. Die kann ich jetzt eindeutig mit Ja beantworten. Sehr gut. Was hat Sie denn bei Anhören dieser 2-stündigen Rede heute Nachmittag am meisten überrascht oder was war am unerwartetsten? Am unerwartetsten war für mich jener Originalton, den ich auch im Beitrag, der am Beginn der Sendung gelaufen ist, gespielt habe, nämlich, dass sich ein Regierungschef, ein Bundeskanzler bei seinen Wählern entschuldigt, eigentlich bei all jenen Sozialdemokraten, die aus seiner Sicht enttäuscht worden sind und sagt, das war nicht eure Schuld, sondern das war unsere Schuld. Eine wirklich ungewöhnliche Ansage eines SPÖ-Chefs, eines Parteichefs und Bundeskanzlers. Und dann hat es ja eine ganze Reihe von Ansagen gegeben, die viele Politikbereiche betreffen, vom Wahlrecht über die Bildung, vom Bürokratieabbau bis zur Senkung der Lohnnebenkosten, von der Erbschaftssteuer bis zu einem Generalkollektivvertrag. Was von all dem ist denn realistischerweise noch jetzt in der laufenden Legislaturperiode mit dem Koalitionspartner umzusetzen? Ich denke, dass alle Maßnahmen, die zur Entlastung der Wirtschaft und die zur Entlastung der Arbeitnehmer, zumindest in einem bestimmten Bereich, Stichwort Lohnnebenkosten und so weiter, dienen, dass die mit dem Partner ÖVP durchaus machbar sind. Aber da waren schon noch einige Dinge dabei. Ich habe es auch im Beitrag gespielt, wie Erbschaftssteuer bei besonders reichen Menschen oder auch Vermögenssteuer. Hier müsse sich in Europa bzw. in Österreich etwas ändern, damit, was die Vermögenssteuer betrifft, Österreich hier nicht so weit hinten ist. Das waren schon Signale, wo ich mir vorstellen kann, dass der Regierungspartner keine besondere Freude haben wird. Aber insgesamt muss man sagen, auch Stichwort 1.000
1500 Euro Mindestlohn. Da war für jeden etwas dabei und härtere Asylpolitik durchaus auch für die Freiheitlichen. Mit Sicherheit aus meiner Sicht ein Weg Richtung sozialdemokratische Mitte und keine Ansage für den linken Flügel der Partei. Am Schluss will ich noch einmal die Frage wiederholen, die Sie auch am Ende Ihres Beitrags aufgeworfen haben. Inwiefern die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner ÖVP jetzt in dieser auslaufenden Legislaturperiode, die aber doch immerhin noch 1,5 Jahre dauern kann, wie die wird? Wenn es, wie gesagt, bei den Maßnahmen bleibt, die Richtung Wirtschaft gehen, die Richtung einer bestimmten Entlastung der Arbeitnehmer gehen, Lohnnebenkosten, dann dürfte es mit dem Regierungspartner nicht allzu schwierig werden, wenn der Regierungspartner mit dem Obmann Mitterlehner weitermacht. Aber wenn es darum geht, dass Kern seine Hauptbotschaften in diesen 145 Seiten umsetzen will, da kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass das mit der ÖVP geht. Das ist schon ein Signal sehr stark auch an die Grünen, zum Teil auch an die Neos. Es ist Plan A, ja. A heißt weiter regieren mit der ÖVP, aber dahinter steckt Plan B. Da geht es um ein Wahlprogramm und das wird, wenn man mit Funktionären hier in Welsch spricht, auch gar nicht mehr verheimlicht. Vielen Dank, Hans Bürger. Danke, dass wir jetzt Ihre Einschätzungen und Kommentierungen zu dieser Rede von Kanzler Kern aus Wels hören konnten.